Zeitpunkt des Rentenantrags ist entscheidend für einen erfolgreichen Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die KVDR. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wieder ein Fall aus der Praxis. Wir haben einen Mandanten oder einen Kunden beraten. Dieser Mensch oder dieser Versicherte ist über 55 Jahre alt und er hat zum 1. März 2020 einen Altersrentenantrag gestellt, nicht die Regelaltersrente. Über diese Rente ist noch nichts entschieden, also es gibt keinen Rentenbescheid. Unser Kunde ist seit 2010 privat krankenversichert, er hatte sich selbstständig gemacht und hat dann aber Ende 2018 diese selbstständige Tätigkeit aufgegeben. Zum 1. Januar 2019 hat er sich ganz normal in ein Beschäftigungsverhältnis gegangen und verdient jetzt ganz einfach ganz normal weiter auf Lohnschein und ist aber weiterhin privat krankenversichert, denn er ist, wie eingangs erwähnt, über 55 Jahre alt. Wichtig ist auch, er hat 5 Kinder, leibliche Kinder. Er ist, bevor er jetzt den Rentenbescheid bekommt, ist er zum Termin Deutsche Rentenversicherung gegangen und hat dort den Rentenantrag ausgefüllt, auch den Antrag für die Krankenversicherung der Rentner. Das müssen die Privatkrankenversicherten auch tun, denn eine gesetzliche Krankenversicherung muss diese sogenannten Vorversicherungszeiten, die für die KVDR extrem wichtig sind, kennen Sie unter dem Stichpunkt 9/10-Belegung, nachweisen. Oder es muss bestätigt werden oder eben nicht bestätigt werden. So. Soweit, so gut. Und dann teilte uns unser Mandant auf unsere Nachfragen mit, was ist denn da eigentlich in dem Rentenantrag passiert? Dann sagte er, von der Beratungsleistung her de facto nichts. Es ging ihm, es war ihm eigentlich überhaupt gar nicht klar, in was für einer prekären Situation er im Hinblick auf die Wechselchance PKV in GKV oder hier in die KVDR eigentlich ist. Und das haben die Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung beim Rentenantrag überhaupt nicht erkannt. Und zwar, es ist relativ einfach. Er bekommt für seine 5 Kinder 15 Jahre Vorversicherungszeit für die Krankenversicherung der Rentner zuerkannt. Da er seit 2010 in der privaten Krankenversicherung ist, besteht gar kein Zweifel, dass er de facto bis 2025, das sind die 15 Jahre, Vorversicherungszeiten angesammelt hat. Das heißt also ausreichend eigentlich alles da ist. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, die Deutsche Rentenversicherung hätte dann ihm zumindest sagen müssen, lass doch mal bei einer gesetzlichen Krankenversicherung oder bei deiner letzten gesetzlichen Krankenversicherung prüfen, ob es jetzt zweckmäßig ist, den Rentenantrag zu stellen. Denn wir haben eine gesetzliche Vorschrift, Paragraph 6 Absatz 3a SGB 5, Sozialgesetzbuch 5, das regelt die gesetzlichen Krankenkassen. In dieser Vorschrift steckt sozusagen der Angelhaken drin, an den sich unser Mandant eigentlich hochziehen kann und sozusagen rein in die KVDR reinkommt. Er muss nämlich nachweisen, dass er zum Zeitpunkt des Rentenantrags mindestens 2 Jahre und 6 Monate nicht hauptberuflich selbstständig tätig gewesen ist. Und das wäre er zum 1.3. diesen Jahres oder 2020 in der Tat, hätte er diesen Nachweis noch nicht führen können. Denn er hat ja erst zum 31.12.2018 seine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit aufgehört. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben unserem Mandanten, nachdem wir geprüft haben und gerechnet haben, gesagt, klipp und klar gesagt, Sie müssen bitte den Rentenantrag zurückziehen. Sie können Ihre Altersrente erst zum 1.7. oder 1.8.2021 stellen, weil dann sind die 2 Jahre und 6 Monate rum. Und dann fragte uns unser Mandant, ja, darf ich das eigentlich? Kann ich jetzt einfach den Rentenantrag zurückziehen? Da haben wir gesagt, natürlich, ist doch gar kein Problem. Er hat dann auch auf unseren Rat hin den Rentenantrag zurückgezogen, hat sich natürlich vorher erstmal noch abgesichert bei seinem Arbeitgeber. Er kann natürlich weiterarbeiten. Der war ganz froh, dass er sozusagen noch ein Jahr weiter tätig ist. Und damit ist jetzt erstmal die Voraussetzung erfüllt, dass er diesen Zeitraum jetzt erstmal übersteht und dann in der Tat mit dem nächsten Rentenantrag in die günstige Krankenversicherung der Rentner kommt.
Die Folge oder das Positive für unseren Mandanten ist, er spart jetzt unter Abzug aller Kosten, die er hat, auch als mit Gegenrechnung für die Beiträge zur KVDR, monatlich ab dem 1.7.2021 ca. 600 Euro an monatlichen Prämien Krankenversicherung. Das macht im Jahr 7.200 Euro, auf 10 Jahre hochgerechnet 72.000 Euro. Und wer uns dann sagt, dass sich das für unseren Mandanten nicht gelohnt hat, tja, dann weiß ich es auch wirklich nicht mehr. Auf jeden Fall, unser Mandant war mit dieser Beratung sehr zufrieden und weiß, dass er dann ab 1.7.2021 sicher aus der privaten Krankenversicherung in die KVDR kommt. Und zwar nur deshalb, weil er 5 Kinder hat und weil er seine hauptberuflich selbstständige Tätigkeit dann entsprechend den Vorgaben aufgegeben hat. Näheres zum Thema Wechsel PKV und GKV finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.